Willkommen bei den Finanznews. Heute mit einem Beitrag von John Paulson, einem amerikanischen Milliardär und Hedgefondsmanager, über die kommende Hyperinflation. Parabolisches Gold. In seinem Artikel im Zero Hedge warnt John Paulson: Eine weit über den Erwartungen liegende Inflation ist im Anmarsch. Der Milliardär hat einen Großteil seines Geldes vor über einem Jahrzehnt mit Wetten auf dem US-Immobilienmarkt verdient. Da war eine Zeit, in der viele mit Händen und Füßen gegen seine Prognosen wetteten. Direkt vor der Finanzkrise 2008. Seitdem hat John Paulson erfolgreich sämtliches Fremdkapital zurückzahlen können. Zitat John Paulson: Jetzt muss ich keine Anlegerberichte mehr schreiben, nicht mehr zu Investor-Meetings reisen und mich nicht mehr um die Bilanzen von Fonds oder um die steuerlichen Belange anderer Leute kümmern. Ich kann mich ganz auf meine eigenen Investments konzentrieren, was ich natürlich gerne tue. Die Erfolgsbilanz von John Paulson seit der Finanzkrise von 2008 sind durchwachsen. Er hat zumindest bisher noch nicht den nächsten Big Trade landen können. Aber die Chancen darauf steigen. John Paulson sieht erneut Warnzeichen für exzessive Spekulationen, ähnlich wie vor der Finanzkrise. Er warnt vor dem Erwerb von Unternehmen und sieht wieder einmal die am meisten falsch bewerteten Vermögenswerte im Kreditbereich. Zitat John Paulson: Viele Anleger suchen nur nach dem schnellen Geld. Sie kaufen aufgrund von schönen Gute-Nacht-Geschichten, die man ihnen vorm Einschlafen erzählt. Und dann jagen sie Investitionen hinterher, die angeblich im Wert steigen sollen, letztendlich aber an Wert verlieren. Und dann ist ihr Geld weg. In den frühen 2010er Jahren wurde John Paulson als Goldfan bekannt. Er ist nach wie vor vom Potenzial des Edelmetalls überzeugt. Ich glaube, dass sich Gold in Zeiten der Inflation sehr gut entwickelt. Das letzte Mal, dass der Goldpreis parabolisch anstieg, war in den 1970er Jahren, als wir 2 Jahre lang eine zweistellige Inflation hatten. Das Potenzial von Gold liegt vor allem in seiner sehr begrenzten Menge. Die Menge an verfügbaren Finanzanlagen, welche auf Fiat-Geld basieren, steigt dagegen ständig. Wenn also die Inflation anzieht, versuchen die Menschen, sich von Aktien und festverzinslichen Wertpapieren zu trennen. Sie fliehen in Sachwerte. Ein logischer Ausweg ist auf jeden Fall Gold. Die große Menge des Geldes, das aus Bargeld und festverzinslichen Wertpapieren abgezogen wird, wird die verfügbare Menge an Gold in den Schatten stellen. Dieses Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage führt dann konsequenterweise zu einem Anstieg des Goldpreises. Ich glaube, dass Gold gerade jetzt eine sehr lukrative Investmentmöglichkeit darstellt. Im Jahr 2009 dachte ich, dass das Quantitative Easing der US-Notenbank ziemlich schnell zu einer Inflation oder gar Hyperinflation führen wird. Es handelte sich dabei ja nur um das Drucken von wertlosem zusätzlichem Geld. Aber die Fed agierte schlau. Sie druckte einerseits Geld, aber gleichzeitig erhöhte sie die Kapital- und Reserveanforderungen der Banken. Das Geld wurde also gewissermaßen recycelt. Die Fed kaufte Staatsanleihen, schuf Geld, das in den Banken landete und dann wieder bei der Fed deponiert wurde. Viel von dem gedruckten Geld ging nie wirklich in die aktive Geldmenge ein. Es wirkte also nicht so inflationär wie angenommen. Diesmal jedoch ist es anders. Die Corona-bedingten Stimuli sind tatsächlich in die aktive Geldmenge eingeflossen. Die Geldmenge ist im vergangenen Jahr um ca. 25% gestiegen. Und wir alle wissen, dass der beste Indikator für Inflation die Geldmenge ist. Ich denke deshalb, dass wir eine Inflation haben werden, die weit über die derzeitigen Prognosen hinausgeht. Es könnte sogar in eine Hyperinflation ausufern. Ich bin absolut kein Fan von Kryptowährungen. Kryptowährungen sind auch nur Blasen. Ich bezeichne sie gern als ein begrenztes Angebot von nichts. Also gilt bei diesem Digitalgeld die übliche Formel. Steigt die Nachfrage bei begrenztem Angebot, steigen die Preise.
sinkt die Nachfrage, sinkt der Preis. Dennoch ist das nicht vergleichbar mit Sachwerten oder Edelmetallen. Kryptowährungen haben keinen echten Wert. Einziger Vorteil, ähnlich wie bei Gold, ist, dass es nur eine limitierte Menge davon gibt. Kryptowährungen, unabhängig davon, wie hoch sie heute gehandelt werden, sind irgendwann komplett wertlos. Sobald die Euphorie nachlässt oder die Anwendungsmöglichkeiten versiegen, werden alle Kryptowährungen auf Null sinken. Ich empfehle niemandem, in Kryptowährungen zu investieren. Den besten Rat, den ich im Moment geben kann, mag etwas einfach und langweilig klingen. Zahlen Sie Ihr Haus ab. Ich denke, die beste Investition für jeden, der genug Geld hat, ist es, sein eigenes Haus oder... Welche Möglichkeiten hat man denn in solch einer Situation, sein Geld in Sicherheit zu bringen? Natürlich sind Sachwerte. Und im Sachwertbereich gibt es zwei große Favoriten und der erste Favorit ist Gold. Gold und Silber ist die Krisenwährung Nummer 1, sehr beliebt, natürlich auch sehr bekannt. Aber was machen Sie denn, wenn zum Beispiel während einer Krise die Geschäfte oder die Online-Shops geschlossen sind? Was machen Sie, wenn gerade alle kaufen wollen? Dann gibt es natürlich nichts mehr zu kaufen, beziehungsweise die Preise sind in solch einer Situation, zu solch einem Zeitpunkt, extrem überteuert. Was machen Sie, wenn Sie zum Beispiel Werte von A nach B transportieren wollen? Im Extremfall vielleicht sogar müssen. 1 Million in Gold sind ungefähr 27 Kilogramm. Haben Sie schon mal 27 Kilogramm in einem schweren Rucksack über längere Zeit getragen? Oder Sie wollen Gold unbemerkt in ein Flugzeug bringen, wobei ich Sie jetzt wirklich nicht auffordern möchte, am Zoll vorbei Gold in ein Flugzeug zu transportieren. Aber Sie werden mit großer Sicherheit nicht durch den Scanner kommen. Und man wird es Ihnen mit fast hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit, wird man es Ihnen abnehmen. Sie können heute nicht so einfach 1 Million in Gold durch die Gegend karren. Und eine weitere Frage in Bezug auf Gold, wie ist es mit der Meldepflicht? Warum gibt es diese Meldepflicht? Wussten Sie, dass jeder Goldkauf über 2000 Euro gemeldet wird? Und haben sich dabei schon mal gefragt, warum muss man überhaupt einen Goldkauf melden? Warum will der Staat wissen, dass Sie Gold zu Hause haben? Es steht in keiner Einkommensteuererklärung und es wirft auch keine Zinsen ab. Es fällt auch keine Kapitalertragssteuer an, die Sie abführen müssten. Also warum will der Staat wissen, warum Sie Gold besitzen? Meine Erklärung, ganz einfach, damit man am Ende ganz genau weiß, wo man es im Notfall wieder abholen kann. Der zweite große, scheinbar sichere Sachwerthafen sind Immobilien. Sehr beliebt als Sachwertanlage. Nur ist Ihnen dabei bewusst, dass man über die Grundsteuer jederzeit auf Ihre Immobilie direkt zugreifen kann. Und das hat man schon gemacht. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auf alle Immobilien Zwangshypotheken eingetragen. Und zwar 50% bezogen auf den geschätzten Immobilienwert. Und über 30 Jahre hinweg mussten dann die Besitzer dieser Immobilien über eine erhöhte Grundsteuer das Geld zurückbezahlen. Auch jetzt sind schon wieder Bestrebungen im Gang, erhöhte Umlagen auf Immobilienbesitzer festzulegen. Doch es gibt noch eine dritte Möglichkeit, an die niemand denkt, und die in Deutschland noch relativ unbekannt ist. Eine wirklich super Alternative, nichts Digitales mit echten Werten hinterlegt, die seit Jahrhunderten den Beweis erbracht hat, dass sie Vermögenswerte erhalten hat und auch gerettet hat. Und wenn Sie wissen möchten, was das ist, klicken Sie einfach auf den Like, teilen Sie dieses Video und ich verrate Ihnen gerne, um was es dabei geht.